Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Skorpion 1, nähere mich. Hier, Skorpion 3, nähere mich dem Plateau. Meine Güte, sehen Sie sich das an? Unglaublich! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. So, also dieser Park hat abgehoben und man sieht hier auch gut warum. Da haben ein paar Alien-Tentakel. Oh, da sitzt hier einer. Da haben ein paar Alien-Tentakel mitgespielt. Da, sehen Sie den Speer? Was? Das muss die zentrale Struktur sein. Bringen Sie uns so nah ran wie möglich. Alcatraz, Sie müssen direkt ins Herz der Hauptregulierung für die Sporen. Na super. Sobald Sie drin sind, müsste der Anzug den Rest erledigen. Glauben Sie wirklich, das wird funktionieren, Ruth? Gehen Sie lieber das Risiko mit der Atombombe ein? Das ist unser einziger Versuch. Das heißt, wir müssen uns nochmal so ein komischen Ding aussetzen. Keine aber ich glaube nicht, dass das, dass das gut ausgeht. Der Boden so instabil. Und die atmosphärischen Störungen sprengen jede Skala. Wollen Sie raus? Näher geht's. Also gut, Skorpion 3, setzen Sie ihn ab. Alcatraz, wir beobachten Sie so lange wir können. Viel Glück, Mann. Besser Sie als ich. Danke für die Mut, für die Mutzusprache. So, wie sieht's aus Alcatraz, mit Munition? Wir sind immer noch hier. Gut. Der Anzugfeed steht und ich gebe Ihnen so viel technische Unterstützung, wie ich kann. Aber ich hinke selbst hinterher. Arbeiten Sie sich jetzt erstmal bis zum Speer vor. Ich sehe Ihnen direkt über die Schulter, Mann. Huch. Oh oh. Okay, dann müssen wir weiter dem Weg folgen. Wir befinden uns hier auf nicht gerade wir befinden uns hier auf zerstörbarem Terrain. Sehen Sie nur, wie runtergekommen das Ding ist. Alcatraz, hören Sie. Das ganze Gestein hängt nur von der Struktur des Lito-Schiffs runter. Es ist völlig instabil. Aha. Könnte sich jederzeit lösen. Sie müssen auf Belastungsrisse achten. Oh. Da. Sehen Sie, was ich meine? Ich glaube, er weiß es gut. Ja. Ich glaube auch, dass ich weiß, was er gemeint hat. Können wir hier durch? Nee, da hoch. Nee, auch nicht. Müssen wir hier weiter. Und da sind auch wieder die ersten Aliens. Scheiße, jetzt haben sie Verstärkung geholt. Das ist immer schlecht. Munition gibt's nur da hinten. Oh. Puh. Munition wäre ganz nice, ehrlich gesagt. Aber die gibt's nur da, hier irgendwo. Taktische Optionen verfügbar. Ja, ja. Hier gibt's schon welche. Sehr gut. Und sogar C4. Das ist doch mal wieder eine schöne Nachricht. Und Granaten. Gut, Granaten haben wir noch genug. Und eine Panzerfaust. Hier gibt's wieder volle Ausrüstung. Was haben wir hier für eine Waffe? Nö, auch nicht. Behalten wir das, was wir hier haben. So, huch. Oh Scheiße, jetzt sehe ich sie. Sie sind überall. Alcatraz, hören Sie mir zu. Die Warpnet-Pioniere sind gestern in den Park vorgestoßen, bevor sie zurückgeschlagen wurden. Und die Zell hat hier auch eine Evakuierungsbasis. Suchen Sie nach Munitionslagern. Brauchen so viel Feuerkraft wie möglich. Das ist mir schon klar, dass ich hier. Ah, dass ich hier so viel Feuerkraft wie möglich brauche. Alter. Shit. Greif den Typ. Und schmeißen hier dagegen. Oh, wir haben immer noch den Panzermodus an. Das wollte ich gar nicht mehr. So. Nee, nicht die Waffe. Wir bleiben bei der anderen. Ja, genau da. So. Der Typ wäre erledigt.
Ja. Oh shit. Alter, was ist das denn? Oh! Da kommt was geflogen. Ich glaube, auf die Entfernung treffe ich die nicht. Oder? Hm. Also gleich müssen wir auf jeden Fall mal die Munition nachladen. Da steht einfach alles voll. Von meiner Position aus hier kann ich gar nicht wirklich erkennen, ob das jetzt so ein Alien ist oder... Die sollen mal wieder näher kommen. Gut, dann nehmen wir uns noch einmal Munition hier mit. Und dann... geht's möglichst nah an die ran. Oh, wieso ist unsere Energie so niedrig? Das ist eine schlechte Sache. Dann geht ja gleich unser Unsichtbarkeitsding flöten. Ja, jetzt. Also gehen wir irgendwo hin in Deckung. Hier hinten dran. So, jetzt sind wir hier erstmal sicher. Und die kommen ja jetzt ein bisschen näher hier. Und dann treffen wir die ja auch wieder. Ah. Ich habe irgendwie das Gefühl, der wäre da oben auf dem Kasten drauf, aber ist er natürlich nicht. So, den haben wir jetzt aber. Ah ne, ich glaube, der hat sogar noch überlebt. So. Panzermodus an hier. Gut, der ist jetzt aber tot. Dann machen wir uns mal wieder unsichtbar und... Oh, das war... Und gehen zu ihnen rüber hier. Mal ein bisschen näher. So, was ist mit ihm hier, der da hinten dran steht? Dann machen wir erstmal ihn hier platt. Der andere steht ja da hinten dran und macht nichts. So, Alter, wo kommen die jetzt nochmal? Alter, da waren doch vorher gar keine. Die kommen immer aus dem Nichts, die Aliens. Kein Schwein da und auf einmal sind sie doch wieder da. So, der hier ist jetzt aber... Boah, wo kommen die hier alle her, ey? Zack. So, wir haben kaum noch Munition. Der hier kommt gleich wieder da rum. Da ist er. Ah, da ist das, glaube ich, ein anderer. Shit. So, und jetzt hier durchsprinten. Und jetzt brauchen wir da unten Munition. Hier, um genau zu sein. Laden mal wieder nach. So. Wow. So, jetzt sind wir ihn hier. Ach, uns wieder unsichtbar. Und jetzt noch den da. Ah, oh, den müssen wir greifen, sonst... Da geht gerade da die Muni alt. Ich hätte dann vorher mal gucken, wie viel Munition wir noch haben. So. Oh, schon wieder neue. Kommen die denn immer her? Ich glaube, wir